Auf den ersten Vortrag darf ich eine kurze Einführung geben. Auf der Suche nach der wahren Freiheit. Was ist die wahre Freiheit? Was bedingt Freiheit? Was bringt Freiheit? Wie viel äußere Freiheit ist nötig, damit innere Freiheit möglich ist? Es gibt viele Fragen, wie wir selbst uns als frei wahrnehmen, und es gibt auch viele mögliche Antworten darauf. Einer, der nicht nur in Vorträgen, sondern auch in vielen Büchern über die Freiheit, als Beispiel die innere Freiheit oder auch Suche den Frieden und jage ihm nach, in Büchern nachgegangen ist, ist Jacques Philippe, der für 3 Vorträge zu uns gekommen ist, um uns Einblicke zu geben und mit uns gemeinsam zu überlegen, wie wir diese Suche nach der Freiheit, nach der inneren Freiheit, nach dieser wahren Freiheit, wie es im Titel heißt, auch nachgehen können als Familien, als Einzelne, als Eltern, als Vater, als Mutter. Ich freue mich daher sehr, dass er als Autor von Büchern, die mehr als 1 Million Mal aufgelegt sind und in 24 Sprachen übersetzt sind, jetzt hier nach Pöllau gekommen ist, ins Herz der Oststeiermark, zu euch Familien zu sprechen über die innere Freiheit. Lieber Père Philippe, vielen Dank für dein Kommen. Bitte komm auf die Bühne. Er wird übersetzt von Xandro Pachter und wir freuen uns sehr, dass das möglich geworden ist. Guten Morgen. Voilà, j'irai pas plus loin. Mehr wird er nicht sagen auf Deutsch. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous pour ces deux jours. Bin sehr glücklich für diese 2 Tage mit Ihnen zusammen hier zu sein. D'être en Autriche, qui est le pays le plus beau du monde. In Österreich, dem schönsten Land der Welt. Le plus beau du monde après la France. Nach Frankreich natürlich. Ja. C'est pour ça que Don Sandro est venu en France. Ich übersetze das jetzt nicht. Alors, non, c'est vrai que votre pays est vraiment très beau. Le Land ist wirklich sehr schön. Mais ce qui fait la beauté d'un pays, c'est les habitants et was die Schönheit eines Landes ausmacht, sind seine Bewohner, seine Einwohner. Alors rendez l'Autriche de plus en plus resplendissante. Also macht Österreich immer schöner, indem ihr selber schöner werdet. Alors donc le thème dont on va parler pendant les 3 enseignements que je vais faire, c'est le thème de la liberté. Das Thema, über das wir in den nächsten 3 Einheiten sprechen werden, ist die Freiheit. C'est une question qui est importante, qui n'est pas très facile. C'est ein wichtiges Thema, das nicht sehr einfach ist. Et oui, je crois que chaque fois que le monde traverse des temps difficiles, jedes Mal, dass die Welt eine schwierige Krise durchmacht, c'est le cas aujourd'hui, so wie es jetzt der Fall ist, je crois que c'est en même temps une chance, ist es auch jedes Mal eine Chance, oui, de nous décider davantage pour Dieu, pour l'essentiel, dass man mehr Zeit für Gott und das Wesentliche hat, et de découvrir la vraie liberté, und die wahre Freiheit zu entdecken. Qui n'est pas simplement une chose extérieure, ist nicht nur etwas Äußerliches, mais qui est surtout une réalité intérieure. Ja, vor allem etwas Innerliches. Oui, un don de Dieu, de sa grâce. C'est une Gabe von Gottes Gnade. Alors, c'est vrai que le désir de liberté, c'est un désir qui est très fort dans le cœur de l'homme. Also die Sehnsucht nach Freiheit ist etwas, was sehr stark im Herzen der Menschen verankert ist. Surtout depuis ces derniers siècles. Vor allem seit den letzten Jahrhunderten. Et puis d'un autre côté, quand on lit l'écriture, und auf der anderen Seite, wenn man dann in der Heiligen Schrift nachliest, ça se présente comme un message de liberté, de libération. Dann liest man da eine
Botschaft der Freiheit und der Befreiung. Aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Oui, Paul nous dit, vous avez été appelés à la liberté. Und der heilige Paulus sagt uns, zur Freiheit seid ihr berufen. C'est notre vocation d'être libre. Es ist unsere Berufung, frei zu sein. Le devenir de plus en plus. Und es immer mehr zu werden. Paul dit aussi, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Und Paulus sagt auch, dort, wo der Geist Gottes ist, da ist die Freiheit. Et donc, l'homme désire la liberté. Also der Mensch hat Sehnsucht nach Freiheit. Dieu veut nous donner la liberté. Und Gott will uns diese Freiheit schenken. Donc, tout va bien. Also ist alles in Ordnung. Pas de problème. Es passt gut zusammen. Bon, mais y a quand même quelques problèmes. Es gibt doch ein paar Schwierigkeiten und Probleme. Parce que entre la liberté que Dieu veut nous donner, zwischen der Freiheit, die Gott uns schenken will, la liberté réelle possible, die wahre und mögliche Freiheit, et puis la liberté telle que l'homme parfois la conçoit, und die Freiheit, wie wir sie uns manchmal vorstellen. Bon, il peut y avoir des malentendus, des différences. Kann es natürlich Missverständnisse und Unterschiede geben zwischen diesen beiden Vorstellungen. Alors, ce que je voudrais commencer par faire dans ce premier enseignement, das, was ich in diesem ersten Vortrag gerne machen will, c'est de présenter un peu la vision qui est la nôtre de la liberté aujourd'hui. Ist vor allem mal unsere eigene moderne heutige Vorstellung der Freiheit darzustellen. Oui, dans la culture qui est celle de notre monde moderne. In der Kultur der modernen Welt. Quand nous parlons de liberté, de quoi est-ce que nous parlons? Wenn man von Freiheit spricht, wovon spricht man da? Donc, je vais présenter quatre manières de concevoir la liberté. Also ich werde über vier verschiedene Möglichkeiten, die Freiheit darzustellen, sprechen. Qui sont présentes dans la culture d'aujourd'hui. Die in der heutigen Kultur vertreten sind. Avec des choses qui parfois sont positives. Mit Sachen, die positiv sind. Mais aussi certaines ambiguïtés. Aber auch Sachen, die zweideutig sind. Donc je vais commencer un peu par le négatif. Ich werde mit dem Negativen anfangen. Puis après on essaiera de voir quelle est la réponse, quelles sont les solutions. Und dann werden wir schauen, was sind die Antworten, was sind die Lösungen. Quelle est cette liberté que le Christ nous propose et peut nous donner? Was ist diese Freiheit, die Christus uns vorschlägt und uns geben will? Alors une première manière de concevoir la liberté qui est assez fréquente aujourd'hui. Also eine erste weit verbreitete Sicht der Freiheit heute. C'est de confondre la liberté avec la puissance. Ist, dass man Freiheit mit Macht verwechselt. Oui, plus j'ai un grand pouvoir, plus je peux transformer les choses. Je mehr Macht ich habe, umso mehr kann ich die Sachen verändern. Plus je peux maîtriser la réalité. Umso mehr kann ich die Realität kontrollieren und beherrschen. Bien plus je serai libre. Und umso freier bin ich dann. La première fois que j'ai été aux États-Unis il y a 10 ans. Das erste Mal, wie ich in Amerika war, vor 10 Jahren. J'avais oublié mon pyjama en France. Ich habe meinen Pyjama in Frankreich vergessen. Et donc il y a un ami qui m'accueillait à l'aéroport d'Atlanta. Un ami qui m'accueillait à l'aéroport. Der Freund hat ihn im Flughafen empfangen in Atlanta. Et donc je lui ai dit, est-ce que c'est possible d'aller acheter un pyjama? Ich habe ihn gefragt, wäre es möglich, dass wir ein Pyjama kaufen gehen? Donc on était dans un grand supermarché. Dann waren wir im großen Supermarkt. Dans le rayon des vêtements. So in der Kleiderregalen dort. Et puis là j'ai vu des pyjamas. Da habe ich die ganzen Pyjamas gesehen. Il y avait le pyjama Superman. Superman Anzug Pyjama. Le pyjama Spider-Man. Enfin, bon. Il y avait tous les super-héros avec des super-pouvoirs. Also, die ganzen Superhelden mit ihren Supermächten. Alors, j'ai dit à la vendeuse, vous n'avez pas un pyjama normal? Haben Sie nicht auch einen normalen Pyjama für mich? Parce que moi, je veux pas du tout être un Superman. Ich will kein Superheld sein. J'ai un super-Dieu, ça me suffit. Ich habe einen Super-Gott, das reicht mir. Donc. Donc, vous voyez. C'est bien dans la culture d'aujourd'hui, il y a cette recherche de puissance, de pouvoir. Also Sie sehen, es gibt eben in dieser heutigen Kultur dieses Verlangen nach Macht. Alors que nous disposions de certains progrès techniques, de certaines possibilités nouvelles, c'est une bonne chose. Also natürlich sind die technischen Fortschritte und die neuen Möglichkeiten, die uns erschlossen werden, auch was Gutes. Mais en même temps, on voit bien que tout pouvoir a ses limites. Aber wir merken auch immer mehr, dass jede Macht. Il y a des choses qu'on peut transformer, mais on peut pas tout transformer. Jede Macht hat ihre Grenzen. Man kann Sachen verändern, aber man kann nicht alles verändern. Quel que soit le pouvoir dont je dispose. Welche Macht ich auch immer habe. Il y aura toujours des situations où je serai impuissant. Es wird immer Situationen der Machtlosigkeit geben. Que je ne pourrai pas transformer.
des problèmes que je ne pourrais pas résoudre. Probleme, die ich nicht lösen kann, Situationen, die ich nicht verändern kann. Oui, donc ce qui veut dire que être libre, c'est pas toujours transformer le réel, le maîtriser. Das heißt aber, dass frei sein nicht gleichbedeutend sein kann mit die Realität verändern und kontrollieren. Mais c'est aussi parfois accueillir des choses que je ne peux pas changer. Sondern manchmal auch einfach Situationen annehmen, die ich nicht ändern kann. Certaines situations qui me dépassent. Situationen, die mich übersteigen. Certaines fragilités qui sont les miennes, par exemple. Auch eigene Schwächen vielleicht. Je peux pas toujours me transformer en Superman. Ich kann mich nicht immer in einen Superheld verwandeln. Donc parfois, qu'est-ce que c'est que la liberté? Also was heißt Freiheit manchmal? C'est tout simplement d'accepter. Einfach annehmen, akzeptieren. Dans la foi, dans la confiance. Im Glauben, im Vertrauen. En me remettant entre les mains de Dieu. Indem ich mich in die Hände Gottes lege. Oui, comme dit Saint Paul, je crois que Dieu développe sa puissance dans ma faiblesse. Wie der heilige Paulus sagt, ich glaube, dass Gott seine Stärke in meiner Schwäche entfaltet. Donc être libre, c'est pas forcément devenir quelqu'un de plus en plus puissant. Also frei werden heißt nicht unbedingt stärker und mächtiger werden. Mais très souvent, c'est confier à Dieu nos limites et nos faiblesses et sondern auch einfach Gott seine Schwächen und Grenzen anvertrauen. Et croire que Dieu peut agir à travers cela. Und glauben, dass Gott dadurch handeln kann. Je vais pas trop le développer maintenant parce que j'en reparlerai un petit peu de cet aspect là. Also ich werde das jetzt nicht weiterentwickeln, aber ich glaube, Sie haben verstanden. Donc, il y a une deuxième manière de concevoir la liberté qui est très présente aussi dans notre culture. Jetzt die zweite Art, zweite Sicht, wie man in der heutigen Kultur oft Freiheit versteht. C'est de confondre la liberté avec la possibilité de choix. Und das ist, indem man verwechselt Freiheit mit der Möglichkeit von Optionen, also verschiedene Wahlmöglichkeiten. Plus on a de choix, plus on est libre. Je mehr Wahlmöglichkeiten ich habe, umso freier bin ich. J'appelle ça un peu la liberté supermarché. Ich nenne das die Supermarktfreiheit. Il y a le petit magasin où il y a pas beaucoup de choix. Im kleinen Geschäft gibt's wenig Auswahl. Puis il y a le grand supermarché. Und dann gibt's den großen Supermarkt und da gibt's eine große Auswahl. On a beaucoup de choix. Kann man alles auswählen. C'est fantastique. C'est le bonheur garanti, oui. C'est das garantierte Glück, weil ich so viele Möglichkeiten habe. On sait très bien qu'en pratique, c'est pas si simple que ça, voyez. Aber wir merken selbst, dass es gar nicht so einfach ist. Bon, moi, je vais pas très souvent faire des courses. Ich selbst mache nicht so oft Einkäufe. Mais ça m'arrive de temps en temps. Manchmal gehe ich halt schon in den Supermarkt. On me dit, il faut que tu achètes des yaourts, des brosses à dents. Mit der Einkaufsliste. Alors quand je suis devant le rayon des yaourts, il y a 80 yaourts différents. Wenn ich dann vorm Joghurtregal stehe und es gibt 80 verschiedene Joghurts, dann alors, lequel je prends? Weiß ich nicht, welches ich nehmen soll. Puis, les brosses à dents, il y en a 150. 150 oui. Verschiedene Zahnbürsten. Alors qu'est-ce que je fais? Oui. Donc tout ça pour dire que parfois la surabondance de choix. Einfach nur um zu illustrieren, dass manchmal ein Übermaß an Wahlmöglichkeiten. C'est pas toujours source de bonheur. Nicht immer Quelle des Glücks ist. Au contraire, ça peut parfois amener à des angoisses ou des frustrations. Kann manchmal im Gegenteil sogar zu Ängsten und Frustrationen führen. Et puis donc, on a beaucoup cette tendance dans la culture d'aujourd'hui. Also wir haben heute oft diese Tendenz in der heutigen Kultur, oui, on voudrait tout choisir. Dass man alles wählen kann. Choisir l'enfant qu'on va fabriquer. Und das Kind, das man macht. Oui, choisir sa sexualité. Bon. Dass man sein Geschlecht wählt. Toutes ces problématiques là qui sont all diese Probleme, die er kennt. Présentes. Alors, c'est bien d'avoir le choix, évidemment. Natürlich ist es an sich was Gutes, wenn man die Wahl hat. Quand je suis jeune, au début de ma vie. Ein junger Mensch, der in seinem Leben wählen kann, was er machen will. Il y a beaucoup de chemins qui sont possibles. Es gibt verschiedene Wege, die sich vor ihm auftun. J'ai une liberté de prendre tel ou tel chemin. Und er hat eben Freiheit, entweder diesen oder diesen Weg einzuschlagen. Et c'est une bonne chose. Und das ist was Gutes. Mais je ferai deux remarques. Aber ich mache zwei Bemerkungen dazu. La première remarque, c'est que c'est bien d'être libre, d'avoir le choix. Natürlich ist es was Gutes, dass man frei ist, dass man die Wahlmöglichkeit hat. Mais ça pose une question fondamentale. Aber das stellt eine ganz wichtige Frage. Qui est-ce qui va m'aider à faire les bons choix? Wer hilft mir, die richtige Wahl zu treffen? Où est la lumière qui va m'aider à choisir? Welches ist das Licht, das mir hilft, auszuwählen? Oui, dans les différentes possibilités. Unter den verschiedenen Möglichkeiten, choisir ce qui est bon pour moi, bon pour les autres. Dass ich das wähle, was wirklich gut für mich und für die anderen ist. Et je crois que parfois, d'ailleurs, c'est une des questions d'aujourd'hui. Ich glaube, dass das manchmal eine der Fragen von heute ist. On a plus de liberté qu'autrefois. Mehr Freiheit als je zuvor. Mais en même temps, on a rejeté Dieu. Und gleichzeitig haben wir Gott
vergessen. On rejette toute vérité universelle. Wir suchen keine universale Wahrheit. Ce qui fait que face à tous ces choix possibles, das heißt, dass wir angesichts all dieser Wahlmöglichkeiten l'homme est seul. Sind wir allein gelassen. Il y a personne à qui il demande conseil. Da ist niemand, den wir um Rat fragen können. Il y a plus de loi qu'on accepte. Oui. Es gibt kein Gesetz mehr, das uns eine Richtung weist. Une loi qui vient de l'amour de Dieu. Ein Gesetz, das von der Liebe Gottes kommt. Mais non pas pour nous enfermer. Nicht um uns einzuschließen, mais pour nous aider dans l'exercice de notre liberté. Sondern im Gegenteil, um uns zu helfen in der Ausübung unserer Freiheit. Nous aider à choisir ce qui sera bon pour nous, bon pour moi, bon pour les autres. Uns zu helfen, das zu wählen, was gut für uns und für die anderen ist. Et non pas choisir ce qui pourrait être destructeur. Nicht das zu wählen, was zerstörerisch ist. Pour les autres. Et donc moi je pense que on est parfois dans une situation. Ich glaube deswegen, dass wir manchmal in einer Situation sind. Qui peut être finalement une situation d'angoisse. Die sehr angstfördernd sein kann. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choix, wir haben viele Möglichkeiten, mais personne, aber niemand, der uns hilft, pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Die richtige Entscheidung zu treffen. On veut pas de Dieu, on veut pas de maître. Man will keinen Gott, man will keinen Herrn. On veut plus de père. Man muss alles machen können. Et donc finalement on est seul avec sa liberté. Und schließlich sind wir alleine mit unserer Freiheit. Alors au début, ça peut être très, très drôle, voyez. Also am Anfang ist das lustig. Mais je crois que très vite, ça nous amène à l'angoisse. Aber sehr schnell führt das dann eben zur Verzweiflung und Angst. Cette liberté peut devenir trop lourde pour nos épaules. Ist ein Gewicht, das einfach eine Verantwortung, die zu schwer für uns sein kann. Si notre liberté ne s'appuie pas sur la lumière de Dieu, wenn sie unsere Freiheit nicht auf das Licht Gottes stützen kann, sur la sagesse de Dieu, auf seine Weisheit, oui, sur la conduite de l'Esprit Saint, oui, auf das Führen des Heiligen Geistes, eh bien, elle peut devenir trop lourde. Dann kann das zu schwer für unsere Schultern werden. Et je crois qu'il y a une certaine angoisse qui est présente dans le monde aujourd'hui. Und ich glaube, dass viele Ängste, die heute in unserer Gesellschaft vorhanden sind, daher kommen. Ein Übermaß an Möglichkeiten, fast unendlich. Aber ich bin ganz alleine angesichts dieser Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Es gibt keine Wahrheit, die mich führt in dieser Entscheidung. Et puis une deuxième remarque que je voudrais faire par rapport à ça. Eine zweite Bemerkung zu dieser Wahlfreiheit. C'est que très souvent la liberté, c'est la liberté de choisir. Weil oft ist die Freiheit der Entscheidung, die Freiheit der Wahl. Je peux aller dans tel ou tel chemin. Kann diesen oder jenen Weg einschlagen. Choisir tel ou tel métier, etc. Diesen jenen Beruf wählen. Mais c'est pas toujours possible de choisir. Aber es ist nicht immer möglich zu wählen. Il y a beaucoup de situations où on n'a pas le choix. Es gibt viele Situationen, wo man einfach nicht die Wahl hat. On sait ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre dans la fin de l'évangile de Saint Jean. Sie kennen, was Jesus dem heiligen Petrus am Ende des Johannesevangeliums sagt. Il lui a dit: Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Petrus, als du jung warst, hast du selbst den Gürtel angelegt und bist dorthin gegangen, wo du hingehen wolltest. Mais quand tu seras devenu vieux, aber wenn du alt sein wirst, un autre te mettra ta ceinture, wird dir ein anderer den Gürtel gürten. Tu étendras les bras, du wirst die Arme ausbreiten. Et on t'emmènera là où tu ne voudrais pas aller. Man wird dich dorthin führen, wo du nicht hin willst. Alors, c'est clair que Jésus fait allusion au martyr de Pierre. Also Jesus macht hier natürlich eine Anspielung auf das Martyrium des Petrus. Mais je pense qu'on peut ça voir ça de manière beaucoup plus général. Man kann das auch einfach viel genereller auslegen. La vie nous conduit parfois sur des chemins. Das Leben führt uns manchmal auf Wege, qu'on n'aurait pas choisi spontanément. Die wir nicht selber ausgewählt hätten. J'aurais pas choisi le cancer. Ich hätte den Krebs nicht gewählt. J'aurais pas choisi telle difficulté. Ich hätte diese Schwierigkeit natürlich nicht gewählt. Elle est là. Aber sie ist nun mal da. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas libre? Heißt das, dass wir nicht frei sind? Bon, extérieurement, on n'est pas libre. Also äußerlich sind wir nicht frei. Parce qu'on n'a pas le choix. Weil wir keine Wahl haben. Mais intérieurement, on est libre. Aber innerlich sind wir frei. Libre d'accepter. Frei anzunehmen, diese Situation. De faire confiance. Zu vertrauen. De dire au Seigneur, dem Herrn zu sagen, bon, c'est pas ça le chemin que j'aurais choisi. Das ist nicht das, was ich gewählt hätte. Mais c'est la réalité. Aber es ist nun mal die Realität. Et je l'accepte. Und ich nehme sie an. Je te fais confiance. Und ich vertraue dir. Je sais que tu peux tirer un bien de tout. Und ich weiß, dass du aus allem Gutes
machen kannst. Je sais que ma vie est dans tes mains. Ich weiß, dass mein Leben in deinen Händen geborgen ist. Je suis pauvre, je suis impuissant. Ich bin arm und schwach. Je suis pas dans la situation dont je rêve. Ich bin nicht in der Situation, die ich mir geträumt hätte. Mais je te fais confiance. Aber ich vertraue dir. Oui, je m'abandonne à toi. Und ich überlasse mich dir. Et je sais que même à travers ce chemin que je n'ai pas choisi. Und ich weiß, dass selbst auf diesen Weg, den ich nicht gewählt habe, tu pourras faire de grandes choses dans mon cœur. Dass du große Sachen in meinem Herzen bewirken kannst. Oui, ça c'est très important, voyez. Das ist sehr wichtig. Le monde moderne, il rêve d'une liberté où on pourrait tout choisir. Die moderne Welt träumt von einer Freiheit, wo man alles auswählen könnte. Et on pourrait toujours choisir. Wo man immer wählen könnte. Mais c'est irréaliste. Aber das ist unrealistisch. Oui, notre vision à nous, chrétiens de la liberté. In der christlichen Vision der Freiheit. Elle est plus simple. Ist es einfacher. Mais elle est plus réaliste. Aber realistischer. Et ce qui est très très beau, c'est que nous savons que dans n'importe quelle situation. Es ist sehr schön, weil wir wissen, dass in jeder Situation. Je peux pas toujours la transformer. Ich kann nicht alles verwandeln. Mais je peux toujours m'abandonner à Dieu. Aber ich kann mich immer Gott überlassen. Me remettre entre les mains de Dieu. In seine Hände legen. Je peux toujours croire en Dieu. Ich kann immer glauben. Me remettre entre ses mains de Père. Oui. Kann mich immer in die Hände des Vaters geben. M'abandonner dans la confiance. Voyez. Im Vertrauen. Ça, c'est toujours possible. Das ist immer möglich. Changer les situations, c'est pas toujours possible. Die Situationen verändern ist nicht immer möglich. Faire confiance à Dieu dans les situations. Aber Gott in jeder Situation vertrauen. Ça, c'est toujours possible. Das ist immer möglich. C'est une grande grâce. Das ist eine große Gnade. Alors, je reviendrai un petit peu là-dessus aussi plus tard. Ich werde später noch mehr dazu sagen. Ce que je veux faire aussi comme remarque quand même à propos de ça. Noch eine weitere Bemerkung dazu. C'est que parfois le fait d'être dans des situations qu'on n'a pas choisi. Die Tatsache, dass man manchmal in Situationen ist, die man nicht gewählt hat. Ben, c'est justement ça qui nous fait grandir. Voyez. C'est genau das, was uns wachsen lässt. Parce que on est obligé d'offrir son esprit, son intelligence. Weil man seinen Geist und seinen Verstand weiten und öffnen muss. On est obligé d'offrir son cœur. Und sein Herz öffnen muss. Voilà, je suis dans un chemin que j'aurais pas choisi. Ich bin auf einem Weg, den ich selber nicht gewählt hätte. Est-ce que c'est pas une chance pour moi? Aber ist es nicht für mich auch eine Gelegenheit, d'ouvrir mon regard, meine Augen zu öffnen, à des réalités nouvelles, oui. Für neue Realitäten, des aspects nouveaux de la vie. Für neue Aspekte des Lebens. Oui, supposons qu'une personne fasse toujours ce qu'elle veut. Supposons qu'une personne puisse toujours. Stellen wir uns vor, dass jemand immer das macht, was er will. Qu'elle puisse toujours faire ce qu'elle veut. Dass er immer die Möglichkeit hat zu wählen. Ben, moi, je pense que ça serait une catastrophe. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Parce que la personne serait prisonnière. Weil der Mensch wäre gefangen. Oui, de ses désirs. In seinen eigenen Sehnsüchten. De sa vision du monde. In seiner eigenen Weltanschauung. De sa sagesse étroite. Oui. In seiner eigenen begrenzten Weisheit. Et c'est souvent quand la vie nous conduit sur des chemins imprévus. Und es ist oft dann, wenn das Leben uns auf unvorhergesehene Wege führt. Bien qu'on laisse de côté notre sagesse trop étroite. Dass wir unsere eigene zu enge Weisheit beiseite lassen. Pour s'ouvrir à autre chose. Und uns auf Neues öffnen. Ça, on a tous entendu des témoignages très beaux. Wir haben alle schöne Zeugnisse gehört. Des personnes qui ont dit, voilà, j'ai eu tel moment de souffrance dans ma vie. Leute, die über Leiderfahrungen gesprochen haben. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, ça a été difficile. Dass es schwierig war für sie, diese Situation anzunehmen. Mais maintenant, eh bien, je me rends compte. Aber jetzt habe ich verstanden, que ça a été une grâce, dass es eine Gnade war, parce que ça m'a changé, weil es mich verwandelt hat. J'étais quelqu'un de superficiel, d'un peu étroit. Ich war jemand ein bisschen oberflächlich, ein bisschen engstirnig. Maintenant, je comprends beaucoup mieux les choses importantes de la vie. Jetzt habe ich ein viel besseres Verständnis für das Wesentliche des Lebens. Le Seigneur m'a enseigné. Der Herr hat mich gelehrt. Des choses que je comprenais pas. Sachen, die ich vorher nicht verstanden habe. Puis mon cœur a changé. Und mein Herz hat sich verändert. Il est plus libre. Es ist freier geworden. Plus miséricordieux. Oui, es ist barmherziger geworden. Plus proche de Dieu, plus proche des autres. Ich bin näher an Gott, näher an den anderen. Oui, faut avoir confiance dans la vie. Man muss Vertrauen ins Leben haben. Oui, dire ça aujourd'hui, c'est un peu audacieux. Ich weiß, dass es heute ein bisschen mutig ist, sowas zu sagen. Tout le monde dit qu'il faut se méfier, qu'il faut se protéger. Man sagt, man muss sich schützen, man muss Angst haben. Oui, faut avoir confiance dans la vie. Man muss Vertrauen ins Leben haben. C'est une très belle école. Das ist eine sehr gute Schule. Une école de foi, une école d'amour. Eine Schule des Glaubens, alors, eine Schule der Liebe. Une école qui est parfois difficile. Eine Schule, die manchmal schwer ist. Et parfois on préfère rester à la maternelle. Und manchmal wäre man lieber im Kindergarten. Avoir nos petits jouets, nos Spielzeugen, nos sucreries, unsere kleinen Zuckerln, notre sucette, vous voyez. Lutscher.
Et puis on a du mal à passer à la classe supérieure. Man will nicht unbedingt aufsteigen in die nächste Klasse. Il faut laisser les sucettes et puis les. Man muss manchmal diese Zuckerl zurücklegen. Pour commencer à travailler, à apprendre. Und anfangen zu arbeiten und zu lernen. Mais la vie c'est une école permanente. Das Leben ist eine ständige Schule. Et puis elle nous oblige toujours à grandir. Und es hilft uns immer zu wachsen. Alors parfois c'est très exigeant. Manchmal ist es sehr anspruchsvoll. Et puis on n'a pas envie de grandir. Man will nicht wachsen. On n'a pas envie de se convertir. Man will sich nicht bekehren. Mais il faut faire confiance. Aber man muss vertrauen. Que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et que. Dass Gott gut und treu ist. Même si cette école de la vie est parfois difficile. Selbst wenn diese Lebensschule manchmal hart ist. C'est là que nous pouvons grandir. Das ist da, wo wir wachsen können. C'est là qu'on devient adulte. Da wird man erwachsener. C'est là qu'on apprend à aimer Dieu, à aimer son prochain. Da lernt man lieben, Gott und seinen Nächsten. Oui, il nous faut une grande confiance. Man braucht ein großes Vertrauen. Surtout aujourd'hui. Vor allem heute. C'est vrai qu'il y a des incertitudes sur l'avenir, tout ça. Es gibt viele Unsicherheiten, was die Zukunft angeht. La situation du monde est pas facile du tout. Die Situation in der ganzen Welt ist nicht einfach. Mais il faut avoir confiance. Wir brauchen das Vertrauen. Mais Dieu est fidèle et. Dass Gott ein treuer Gott ist. Il nous abandonne pas et puis. Dass er uns nicht verlässt. Dieu nous aidera toujours à comprendre comment grandir. Dass er uns immer helfen wird zu verstehen, wie wir wachsen können. Dans les situations belles et heureuses. In schönen und glücklichen Situationen. Il y en a encore beaucoup, heureusement. Und davon wird es Gott sei Dank noch viele geben. Mais aussi dans les situations plus difficiles. Aber auch in schwierigen Situationen. Le Seigneur sera notre éducateur. Der Herr wird unser Erzieher sein. L'Esprit Saint. Der Heilige Geist. Oui, ouvrira nos cœurs, ouvrira nos horizons. Er wird unsere Herzen, unsere Horizonte erweitern. Donnera une sagesse. Er wird uns eine Weisheit schenken. Qui est très très belle. Die schön ist. Puisque je trouve formidable dans la vie. Was ich im Leben schön finde. C'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dass man nie ausgelernt hat. Que ce soit, moi j'ai 75 ans. Bin jetzt 75 Jahre alt. Et je sens encore que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Und ich merke, ich habe noch so viel zu lernen. Et que chaque jour la vie m'apprend des choses nouvelles. Und jeden Tag bringt mir das Leben was bei. Oui, à travers les événements. À travers les événements. Durch die Ereignisse. À travers les rencontres. Durch die Begegnungen. Ce qu'on vit dans la prière, et eh bien. Durch das, was man im Gebet erlebt. Oui, Dieu ne cesse pas de nous éduquer. Gott hört nicht auf, uns zu erziehen. Non, par sa parole, par sa présence. Mais. Durch sein Wort, durch seine Gegenwart. Mais aussi beaucoup à travers les événements de ma vie. Aber auch viel einfach durch die Ereignisse des Lebens. Oui, donc j'insiste beaucoup sur la confiance. Also wirklich, ich glaube, dieses Vertrauen ist wichtig. Le seul danger qui nous guette, die einzige Gefahr, die wir laufen, c'est la peur. Ist, dass wir Angst hätten. C'est nos inquiétudes. Dass wir verängstigt werden. N'ayez pas peur. Habt keine Angst. Comme le dit Jésus, tout wie temps. Jésus uns sagt. Et comme le pape Jean-Paul II insistait Papst beaucoup Johannes Paul II auch immer gesagt hat. Puis tous les papes, le pape François aussi. Alle Päpste, auch Franziskus natürlich. Bon, alors, maintenant, je parle un peu de la troisième manière de concevoir la liberté. Jetzt die dritte Art und Weise, die Freiheit wahrzunehmen. Qui est de confondre la liberté avec l'indépendance. Dass man verwechselt Freiheit mit Unabhängigkeit. Oui, c'est assez présent dans la culture d'aujourd'hui. C'est sehr verbreitet in der heutigen Kultur. Nous sommes dans un monde qui est très individualiste. In einer sehr individualistischen Gesellschaft. Où un peu chacun veut se réaliser par lui-même. Jeder will sich selbst verwirklichen. Oui, ne pas avoir besoin des autres. Von den nicht die anderen brauchen. Être libre, indépendant. Frei und unabhängig sein. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ich muss niemanden. Des comptes à rendre. Ich bin niemandem verantwortlich gegenüber. Oui. Ni Dieu ni maître. Bon, ich habe keinen Gott, keinen Herrn. Donc, voilà, on rêve d'être totalement indépendant. Man träumt von dieser völligen Unabhängigkeit. Alors, là aussi, évidemment, il y a beaucoup d'illusions. Auch da gibt es natürlich viele Illusionen. Parce qu'on aura toujours besoin des autres. Man braucht die anderen immer. Le jour où je suis malade, j'aurai besoin du médecin. Wenn ich krank bin, brauche ich einen Arzt. Saint Jean de la Croix qui dit que il plaît beaucoup à Dieu que les hommes aient besoin les uns des autres. Johannes vom Kreuz sagt, es gefällt Gott sehr, dass die Menschen einander brauchen. Qu'ils puissent aider les uns les autres. Dass sie einander helfen können. Se laisser conduire les uns par les autres. Dass sie einander führen können. Alors, je dirais que cette indépendance parfois c'est l'indépendance par rapport à Dieu. Also diese Unabhängigkeit ist manchmal eine Unabhängigkeit Gott gegenüber. Oui, c'est un peu le grand mensonge de l'athéisme moderne. C'est ein bisschen die große Lüge des modernen Atheismus. De nous dire tu veux être libre. Sagt uns, du willst frei sein. Eh bien, il faut proclamer la mort de Dieu. Dann musst du den Tod Gottes verkünden.
faut mettre Dieu à la poubelle, wenn du Gott wegschmeißt, avec ses lois, ses commandements, mit seinen Gesetzen und Geboten, Dieu empêche l'homme d'être libre, die dich daran hindern, frei zu sein. On va se débarrasser de Dieu, dann musst du Gott loswerden. Puis enfin, on sera heureux, on sera libre. Und dann wirst du frei sein. Il y aura plus de culpabilité. Dann wirst du keine Schuldgefühle mehr haben. Puis on sait très bien que ça n'a pas marché, cette histoire. Aber wir wissen, dass das nicht wirklich funktioniert hat. Ça fait des millions de morts. Es waren Millionen Tote. Puis je crois que les gens se sentent coupables autant aujourd'hui que. Man fühlt sich heute noch immer so schuldig wie damals. Oui, parce que de toute façon, l'homme a toujours sa fragilité, sa pauvreté. Weil wir immer unsere Verwundbarkeit, unsere Schwächen haben. Donc là, il y a, je dirais, une des grandes vérités que nous osons affirmer, nous chrétiens. Also eine der großen Wahrheiten, die wir als Christen verkünden. Ce n'est pas en prenant ses distances par rapport à Dieu qu'on trouvera la liberté. Ist das es nicht, indem man sich von Gott entfernt, dass man die Freiheit findet? Oui, Dieu n'est pas l'ennemi de la liberté humaine. Gott ist nicht der Feind der Freiheit. Mais au contraire, il est le meilleur ami de notre liberté. Im Gegenteil, er ist der beste Freund unserer Freiheit. Dieu nous a créés libres. Er hat uns frei erschaffen. Dieu nous veut libres. Er will, dass wir frei sind. Dieu est capable de nous redonner la liberté. Und Gott ist fähig, uns diese Freiheit wiederzugeben. Quand nous l'avons perdue. Wenn wir sie verloren haben. Oui, plus je suis proche de Dieu. Je näher ich Gott bin, oui, plus j'aime Dieu, je mehr ich Gott liebe, plus je m'attache à Dieu, de je mehr ich an ihn, mich an ihn binde, et bien plus je serai libre. Umso freier werde ich sein. Ça, on voit bien dans la vie des saints, voyez. Das sieht man sehr klar in den Leben der Heiligen. Je pense à quelqu'un comme la petite Thérèse de Lisieux, zum Beispiel die heilige Therese von Lisieux, qui sortait pas de son Carmel où elle était cloîtrée, die in ihrem Karmel in der Klausur war. Mais elle avait un tel amour pour Dieu, sie hatte so eine Liebe Gottes, une telle confiance en Dieu, solches Vertrauen, une telle confiance dans la puissance de la prière, Vertrauen in die Kraft und die Macht des Gebetes. Elle se sentait une reine, dass sie sich wie eine Königin gefühlt hat. Elle avait le monde entier à ses pieds. Sie hatte die ganze Welt zu ihren Füßen. Parce que par l'amour, par la prière, elle pouvait aller dans le monde entier. Weil sie durch die Liebe und durch das Gebet in die ganze Welt gehen konnte. Visiter les missionnaires en Chine ou en Afrique. Konnte die Missionare in China und Afrika besuchen. Etc. Oui. Quand on est vraiment proche de Dieu, wenn man wirklich nahe an Gott ist, quand on est habité par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, wenn die Liebe Gottes, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, il y a un très très grand sentiment de liberté. Dann gibt es ein großes Gefühl der Freiheit. Alors, je dis pas qu'on sent tous les jours. Ich sage nicht, dass man das jeden Tag fühlt. Puis il y a parfois des moments d'angoisse dans la vie. Es gibt natürlich manchmal Situationen der Angst. Mais ça, c'est normal. Das ist normal. Mais en même temps, quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, aber wenn man sich vom Heiligen Geist führen lässt, eh bien, il nous fait entrer dans un grand sentiment de liberté. Dann führt uns in ein großes Gefühl der Freiheit. Comme petit Paul, tout est à vous. Wie der heilige Paulus sagt, euch gehört alles. Le passé, le futur, die Vergangenheit, die Zukunft, le monde, la vie, das, die Welt, das Leben. Tout est à vous. Alles gehört euch. Mais vous êtes au Christ et le Christ appartient à Dieu. Aber ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Oui, c'est très beau d'expérimenter cela, c'est que plus on est proche de Dieu, es ist sehr schön, das zu erfahren, dass je näher wir Gott sind, plus on se laisse conduire par l'Esprit Saint, je mehr vom Heiligen Geist geführt sind, plus on aime Dieu et son prochain de tout son cœur, je mehr man Gott und seinen Nächsten von ganzem Herzen liebt, eh bien, on se sent libre, oui. Umso freier fühlt man sich. On sent bien que ce que nous possédons, wir fühlen, dass das, was wir besitzen, oui, personne peut nous l'enlever. Niemand kann uns das wegnehmen. Si Dieu est mon père, wenn Gott mein Vater ist, si Dieu est mon ami, wenn Gott mein Freund ist, si Dieu est mon trésor, wenn Gott mein Schatz ist, personne ne pourra me l'enlever. Dann kann mir das niemand wegnehmen. On peut me faire tout ce qu'on veut, mais kann man tun, was man will. Oui, ma foi, mon espérance, mon amour, aber meine Glaube, meine Hoffnung, meine Liebe, mon bien le plus précieux, mein kostbarstes Gut, oui, l'amour que j'ai pour Dieu, die Liebe, die ich für Gott habe, l'amour que j'ai pour les autres, die Liebe, die ich für die Nächsten habe. Personne ne peut me l'enlever. Niemand kann mir das wegnehmen. Quand l'Esprit Saint enracine vraiment cela dans, wenn der Heilige dans Geist das wirklich, oui, tief in mir verwurzelt. Oui, donc, il ne s'agit pas de devenir indépendant, autonome. Also es geht nicht darum, dass man unabhängig und autonom wird, parce que d'abord, c'est pas possible, weil es einfach nicht möglich ist, puis ensuite, ça serait très malsain, und weil es auch ungesund wäre. Et plus on dépend de Dieu, plus on est libre. Je mehr man von Gott abhängt, umso freier ist man. C'est le paradoxe. Das ist das Paradox. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd la sauvera. Retten will, wird es verlieren, und der es verliert, wird es retten. On pourrait dire ça autrement, oui, celui qui veut sauver sa liberté, man kann das auch anders sagen, der seine Freiheit retten will, il la perdra, der wird sie verlieren. Celui qui donne sa liberté à Dieu, der Gott seine Freiheit schenkt, eh bien, il la sauvera. Der wird sie gewinnen. Et ça, c'est un peu quelque chose qui est
dommage aujourd'hui. Das ist etwas, was heute ein bisschen schade ist. Oui, on a peur de perdre sa liberté. Wir haben Angst, unsere Freiheit zu verlieren. Alors on s'engage pas. Deswegen binden wir uns nicht. On veut rester libre, voyez. On will frei sein. Et du coup, eh bien, on retarde les choix décisifs. Und deswegen werden die Lebensentscheidungen immer hinausgezögert. Et souvent, c'est dommage. Das ist oft schade. C'est vrai que chaque fois qu'on décide, qu'on choisit, ça jedes suppose un renoncement. Jedes Mal, dass man wählt, dass man eine Auswahl trifft, ist es ein Verlust. Oui, si je choisis de me marier avec une femme, wenn ich mich dazu entscheide, eine Frau zu heiraten, ah, ben, je renonce à toutes les autres. Dann kann ich alle anderen nicht heiraten. Ah, il y en a beaucoup. Und es sind natürlich viele. Puis des très jolies, oui. Es sind viele und sehr schöne. Mais il faut choisir, oui. Aber man muss wählen. Alors aujourd'hui, il y a un peu ça la tendance, on veut pas renoncer, on veut pas choisir. Man will heute nicht verzichten, man will nicht wählen. On veut rester libre. Man will frei bleiben. Et on fait rien avec sa vie. Und schlussendlich macht man aus seinem Leben nichts. On s'engage pas, on construit pas une famille, etc. Man baut nichts auf, man wählt nichts. Et donc notre liberté, elle finit par être totalement inconsistante. Und schlussendlich wird unsere Freiheit inkonsistent. Oui, donc c'est un peu ce que je dirais, un peu une des tentations modernes. Das ist eine der modernen Versuchungen. C'est la tentation du surf. Das ist die Versuchung des Surfs. Alors, c'est très bien de surfer sur des vagues. Auf den Wellen surfen. Moi, j'ai jamais réussi, puis je pense pas essayer. Même. Ich habe es nie wirklich geschafft und habe es auch nicht versucht. Mais la tendance un peu de surfer dans tous les domaines de la vie. Man will in allen Lebensbereichen surfen. On surfe sur Internet. Internet. On passe d'une page à une autre. Et puis, von einer Seite zur anderen im Buch. On passe d'une relation à une autre. Von einer Beziehung zur nächsten. On passe d'une spiritualité à une autre. Von oui. einer Spiritualität zur nächsten. On passe d'une personne à une autre. Von einer Person zur anderen. Sans s'arrêter, sans se décider, sans choisir. Ohne dass man hier stehen bleibt, ohne dass man sich hier entscheidet, ohne dass man hier wählt. On a les mains vides, vous voyez? Und schlussendlich hat man leere Hände. Parce que ça veut dire qu'on reste à la surface. Weil man auf der Oberfläche bleibt. Que le mot le dit bien, surfer. Weil man oui. immer nur surft. On reste à la surface des choses. Dann bleibt man auf der Oberfläche der Dinge. Et on va pas dans la profondeur. Geht nicht in die Tiefe. Oui, la profondeur de l'amour. Die Tiefe ouais. der Liebe. Oui, ce que par exemple on est appelé à vivre dans le mariage. Ou... Zum Beispiel, was man in der Ehe berufen zu leben ist. Oui, on choisit quelqu'un. Dass man jemanden wählt. Pour être ensemble toute la vie. Mit dem man sein Leben verbringt. Bon, c'est une folie. Absolument. C'est natürlich verrückt. Mais c'est une sagesse. Aber es ist eine Weisheit. Parce que là, je vais apprendre à aimer. Weil da werde ich lernen zu lieben. Non pas aimer de manière un peu abstraite et émotive. Mais... Nicht abstrakt lieben. Mais aimer vraiment. Aber wirklich lieben. Vraiment connaître la personne. Jemanden wirklich kennen. Me connaître moi-même. Mich selbst besser kennenlernen. Accueillir l'autre. Den anderen annehmen. Me donner à lui, à elle. Und mich ihm geben, mich ihr schenken. Accueillir la vie, les enfants. Voyez. Das Leben annehmen, die Kinder annehmen. Et là, on apprend vraiment à aimer. Und da lernt man wirklich zu lieben. Oui, non pas à travers des mots. Nicht nur durch Worte. Mais dans des réalités quotidiennes. Sondern durch Enfin, c'est ça qui fait la grandeur de la famille durch du mariage. Tägliche Realitäten. Das ist die Größe der Familie. Oui, c'est une école d'amour. Das ist die Liebe zu lernen. Extrêmement exigeante. Das ist sehr anspruchsvoll. Mais extrêmement puissante. Aber auch unglaublich stark. Oui, pour peu à peu arriver à aimer comme Dieu aime. Um schrittweise zu lernen, so zu lieben wie Gott. Accueillir l'autre. Den anderen anzunehmen. Avec la tendresse de Dieu. Mit der Zärtlichkeit Gottes. Avec l'amour, avec le respect. Mit der Liebe, mit dem Respekt Gottes. Donner à l'autre la possibilité d'être pleinement lui-même. Enfin, dem anderen die Möglichkeit geben, ganz er selbst zu sein. C'est une école d'amour qui est fantastique. C'est une wunderschöne Schule der Liebe. Bon, avec parfois des moments difficiles, mais. Natürlich Schwierigkeiten. Mais c'est justement là que l'amour s'approfondit. Aber das ist genau da, dass sich die Liebe vertieft, dass sie sich reinigt und sich erneuert. Oui, donc c'est justement en choisissant, en faisant alliance. Es ist, indem man wählt, indem man einen Bund eingeht. Effectivement, on devient libre parce qu'on apprend à aimer authentiquement. Da wird man frei, wenn man lernt, wirklich zu lieben. Enfin, la grande réalité anthropologique qu'il y a dans tout ce que je dis. Die große anthropologische Wahrheit, die hinter allem dahinter steht. C'est que l'homme ne peut pas se réaliser par lui-même. Ist, dass der Mensch sich nicht selbst vollenden kann. De manière indépendante, autonome. Er kann sich nicht verwirklichen und unabhängig. C'est un peu un rêve aujourd'hui de de se réaliser soi-même. C'est un peu un Traum heute, dass man sich selbst verwirklicht. Mais personne ne peut se réaliser soi-même. Aber niemand kann sich selbst verwirklichen. Sinon par l'intermédiaire d'un autre, voyez, dans... Ohne dass man sich durch einen anderen verwirklicht. Oui, on a été créé pour ça. Wir wurden dafür geschaffen. Oui, donc je dirais qu'il y a pas de liberté en dehors d'une alliance. Es gibt keine echte Freiheit ohne einen Bund. Oui, notre liberté c'est pour faire alliance avec Dieu. Unsere Freiheit wurde uns gegeben, um einen Bund einzugehen. Alliance avec Dieu. Bund mit Gott. Qui est la plus fondamentale. Das ist der fondamentale Bund. Aussi alliance avec une femme, un mari. Aber auch natürlich den Ehebund. Alliance avec une communauté. Bund mit einer Gemeinschaft. Comme
Bersandro et moi-même. So wie Priester oder Ordensleute. Non, c'est pas la même communauté. C'est nicht dieselbe Gemeinschaft. On a des styles très différents. Sehr unterschiedliche Gewänder. Mais en même temps, c'est à travers cette alliance avec une communauté. C'est auch durch diesen Bund mit einer Gemeinschaft. Où je me suis senti appelé, bien. Dass ich mich berufen gefühlt habe. Cette communauté concrète. In diese konkrete Gemeinschaft. Avec ses frères. Mit diesen Brüdern. Bon, nous on a des frères et des sœurs. Wir haben Brüder und Schwestern. Mais c'est cette communauté concrète qui va être le lieu où je vais apprendre la vraie liberté. Das ist für mich die Gemeinschaft, wo ich die wahre Freiheit lernen werde. Où je vais apprendre à aimer de manière authentique. Wo ich authentisch und wahr lieben werde. Oui, dans cette relation avec les autres. In dieser Beziehung mit den anderen. Oui, on ne peut vivre que dans la relation. Man kann nur in den Beziehungen leben. On ne peut être soi-même que dans une relation. Man kann sich selbst sein nur in den Beziehungen. Avec Dieu avant tout. In der Beziehung zu Gott. Être cet enfant qui reçoit tout de la main du Père et dieses Kind sein, das alles vom Vater empfängt, qui se donne à Dieu en retour, mais aussi, und das sich dem Vater zurückschenkt, mais aussi avec des frères, avec des sœurs, aber auch in der Beziehung zu den Brüdern und Schwestern, avec une famille, avec des amis, mit den Familien, mit den Freunden, avec une communauté, mit den Gemeinschaften. Mais ce qui suppose un engagement. Aber es ist immer in einer Verpflichtung. Ce qui suppose une fidélité. Das vergeht eine Treue. Parce que ça pas l'engagement et la fidélité. Weil wenn es nicht dieses Engagement der Treue gibt, on reste à la surface. Dann bleibt man auf der Oberfläche. Et on n'entre pas dans la profondeur. Geht man nicht in die Tiefe. On ne saura jamais ce que c'est que d'aimer vraiment. Dann wird man nie wissen, was es heißt, wirklich zu lieben. Aimer et être aimé de manière vraie, profonde. Wirklich zu lieben und geliebt zu werden. Dans toute la profondeur de ce mystère de l'amour. In der ganzen Tiefe dieses Geheimnisses der Liebe. Ben, ça, on le connaîtra jamais. Das wird man dann nicht kennen. Si je veux me réaliser tout seul, wenn ich mich selbst verwirklichen will, je réussis dans mon travail, einen Job gut ausgehe, je fais ma gymnastique, ich meinen Sport betreibe, je fais ma petite méditation, parce que c'est très à la mode, meine Meditation, so wie das heute sehr modisch ist, je me paye des belles vacances, parce que comme je suis célibataire, j'ai beaucoup d'argent, ich habe genug Geld, kann mir jeden Urlaub zahlen, den ich will, mais tout ça c'est très égoïste et très solitaire, aber das ist alles sehr égoïstisch und sehr alleine, oui, on peut pas être heureux là-dedans, und man kann damit nicht glücklich werden. Mais il y a une petite parenthèse là, c'est qu'il y a une chose qui me frappe un peu dans le monde d'aujourd'hui. Eine kleine Nebenbewerkung, also etwas, was mich sehr erstaunt in der heutigen Welt. C'est que quelque part la spiritualité, c'est assez à la mode. Oui. La spiritualité. Ah, die Spiritualität ist heute sehr in der Mode. Il y a un grand supermarché là aussi. Es gibt einen großen Supermarkt der Spiritualität. Les méthodes de méditation. Die ganzen Meditationstechniken. Les applications sur vos téléphones, vous en avez plein. Mit Apps auf den Handys. Alors il y a des gens comme ça qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour faire un stage de méditation. Es gibt Leute, die bereit sind, sehr viel Geld auszugeben für ein Praktikum, ein Seminar in Spiritualität. Mais on n'a pas toujours l'impression que ça les amène vraiment à entrer dans le mystère de Dieu. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es sie wirklich dahin führt, ins Geheimnis Gottes einzutreten. Oui, à connaître Dieu, à être saisi par Dieu. Und wirklich Gott zu kennen und von ihm ergriffen zu sein. Il peut y avoir une recherche qui est belle. Hein. Es kann da eine gute Suche Gottes geben. Puis quelqu'un qui cherche finira par trouver. Jemand, der wirklich Gott sucht, wird ihn auch finden, wenn er ehrlich ist. Ce que je vois parfois, c'est des personnes comme ça qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour un week-end. Was ich manchmal sehe, ist, dass solche Leute, die bereit sind, viel Geld auszugeben für so ein Spiritualitätsseminar, ça change pas leur vie en profondeur. Das ist ihr Leben nicht verändert. Et pour quelle raison? Und warum? Oui, parce que souvent la mentalité c'est la suivante. Weil die Einstellung oft. Oui, je veux bien pratiquer telle spiritualité. Ich will diese Spiritualität praktizieren. Je veux bien pratiquer telle méthode. Ich will diese Methode ausüben. Mais à condition de rester le maître de ma vie. Aber ich will der Herr meines Lebens bleiben. Je veux bien faire ceci, faire cela, des exercices. Ich will diese und jene Übung, das will ich, das mache ich, kein Mais Problem. À condition de rester le maître de ma vie. Aber nur wenn ich dabei der Herr bleibe. C'est ça qui limite les choses. Das ist das Problem dieser Methoden. Parce que justement, si on veut expérimenter Dieu dans sa profondeur, weil, wenn man wirklich Gott erfahren will, dans la force de son amour, in der Kraft seiner Liebe, eh bien, il faut justement accepter de ne plus être le maître. Dann muss man eben genau das tun, nämlich annehmen, dass man nicht mehr Herr ist. Mais c'est plus moi le patron. Dass nicht mehr ich der Chef bin. Mais c'est plus moi qui guide la voiture. Dass nicht mehr ich der bin, der am Kommando sitzt. C'est quelqu'un d'autre, oui. Es ist wer anderer. C'est Dieu. Es ist Gott. À travers sa parole, à travers durch sein Wort. L'Esprit Saint. Durch seinen Heiligen Geist. Les événements de ma vie, oui. Durch die Ereignisse des Lebens führt mich. Mais là, effectivement, on peut entrer dans une profonde expérience de Dieu, oui. Und nur dann kann man wirklich in eine tiefe Erfahrung Gottes eintreten. Quand on renonce à être le Seigneur de ma vie. Wenn man darauf verzichtet, der Herr seines eigenen Lebens zu sein. Voilà donc l'importance, vous voyez,
de ce mystère d'alliance. Deswegen ist dieses Geheimnis des Bundes so wichtig. C'est pas dans une totale indépendance qu'on est libre. Es ist nicht in einer Unabhängigkeit, dass man frei ist. Mais c'est dans un mystère d'alliance avec d'autres personnes. Im Geheimnis des Bundes mit anderen. Et donc un mystère de fidélité. C'est un Geheimnis der Treue. Alors le quatrième point que je voudrais évoquer. Der vierte Punkt, den ich gerne machen will. J'ai parlé de la liberté comme toute puissance. Also das erste war Freiheit als Macht. Liberté comme liberté de choix. Das zweite Freiheit als Wahlmöglichkeit. Liberté comme indépendance. Das dritte Freiheit als Unabhängigkeit. Maintenant, il y a une quatrième un peu manière de concevoir la liberté qui est fréquente aujourd'hui. Jetzt eine vierte heute weit verbreitete Sicht der Freiheit. C'est de confondre la liberté et puis la spontanéité. Dass man Freiheit und Spontanéität verwechselt. Qu'est-ce que ça veut dire? Was heißt das? Ça veut dire la chose suivante. Pour moi, être libre. Für mich frei sein heißt dann. C'est un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui. C'est das, was man sehr viel hört heute. Eh bien, je ne suis pas guidé par la loi. Dass ich nicht vom Gesetz geführt werde. Je ne suis pas conduit par des choses extérieures. Nicht von äußeren Sachen geleitet. Je suis mon cœur. Aber ich folge meinem Herzen. Je suis mes désirs, voyez. Ich folge meinen Wünschen. Voyez. Donc c'est ça, la spontanéité. Das ist diese Spontanität des Herzens. Non pas obéir à une loi, nichts Äußerem gehorchen, mais obéir à son cœur, sondern meinem Herzen gehorchen. À un élan intérieur. Meinen inneren Elan. Donc, je dirais que cette manière de concevoir la liberté, in dieser Art und Weise die Freiheit zu sehen, elle est pas fausse du tout. Ist es nicht alles falsch. Elle est très juste, es ist sogar sehr richtig. Mais il faut bien la comprendre. Aber man muss es richtig verstehen. Parce que vous voyez, c'est justement à ça que Dieu veut nous conduire. Weil es ist genau dorthin, dass Gott uns führen will. On connaît la parole de Saint Augustin, aime et fais ce que tu voudras. Sie kennen das Wort des heiligen Augustinus, liebe und tu was du willst. Et je pense que c'est ce qu'on trouve dans les prophéties déjà de l'Ancien Testament. Das findet man auch schon in den Prophezeiungen des Alten Testaments. Oui, la loi qui autrefois était une loi extérieure. Das Gesetz, das früher ein äußeres Gesetz eh bien, war. Je vais la mettre dans votre cœur. Ich werde es in eure Herzen einschreiben. Oui, cette loi nouvelle prophétisée par Jérémie. Es ist das neue Gesetz, das der heilige Prophet Jeremias verkündet hat. Ce cœur nouveau dont parle l'Écriture. Dieses neue Herz, von der die Schrift spricht. Cette nouvelle alliance, oui. Dieser neue Bund. Dans laquelle pour faire le bien. Indem man das Gute tut, l'homme n'a plus besoin d'une loi extérieure, wo man kein äußeres Gesetz mehr braucht, parce que son cœur a été tellement transformé, weil unser Herz so verwandelt wurde, eh bien, qu'il peut suivre les mouvements de son cœur, dass man den Bewegungen seines Herzens folgen kann, parce que son cœur est tout rempli d'amour, et, weil unser Herz voller Liebe ist, et tout rempli de Dieu, und voller Gott. Alors on peut suivre son cœur. Dann kann man seinem Herzen folgen. Et c'est ce qu'on vivra au ciel. Und das ist das, was wir im Himmel erleben werden. Il y aura plus de loi, il y aura plus de commandement. Es wird dort keine Gesetze, keine Gebote mehr geben. Mais chacun de manière spontanée. Aber jeder wird ganz spontan aimera, lieben son prochain, le Seigneur, Gott und seinen Nächsten lieben. Oui, on sera totalement libre, wir werden ganz frei sein, parce qu'on sera plus du tout gouverné par une loi extérieure, weil wir überhaupt nicht mehr von äußeren Gesetzen geführt werden, mais conduit par un élan intérieur, aber nur mehr von einer inneren Bewegung. Le souffle de l'esprit, der Heilige Geist in uns. Oui, l'élan de l'amour, es ist die Liebe in uns. Et on voit ça chez certains saints, oui. Man sieht das bei den Heiligen. On sent bien que dans leur manière de conduire, in der Art und Weise, wie Heilige ihr Leben führen, c'est pas simplement des choses extérieures qui les conduisent, da sind sie nicht nur von äußeren Dingen geführt. C'est pas simplement des devoirs qu'ils accomplissent, nicht einfach nur Pflichten, die sie erfüllen, mais c'est un élan intérieur, sondern es ist eine innere Bewegung des Herzens. Ils brûlent tellement d'amour et de vie que sie brennen so vor Liebe und Leben. C'est ça qui conduit, toute chose. Das ist es, was sie führt. Qu'est-ce qui décide de leurs paroles, de leurs décisions? Was entscheidet darüber, was sie sagen werden, das, was sie tun werden. C'est pas une espèce de programme moral, mais es ist kein moralisches Programm. Mais c'est l'élan de leur cœur. Es ist ihr Herz. Donc on y arrivera à ça. Also das ist das Ziel. Et ça sera bien. Und das wird gut sein. Parce que on sera pleinement soi-même. Weil wir dann ganz wir selbst sind. Dans toutes nos décisions, dans tous nos actes. In allen unseren Entscheidungen, in allen unseren Taten. Donc c'est très bien, mais c'est sehr gut, aber ça vient pas tout de suite. Aber es kommt nicht sofort. C'est ça que parfois on oublie. Das ist das, was man manchmal vergisst. C'est que un jour cette liberté d'une totale spontanéité. Eines Tages wird's diese Freiheit der völligen Spontanität geben. Suivre mon cœur et ça suffit. Dass man einfach nur seinem Herz folgen muss und das passt. Ça marchera très bien. Das wird eines Tages gut funktionieren. Mais ça suppose une transformation intérieure. Aber das ist bedingt durch eine Verwandlung des Herzens. Que l'Esprit Saint ait purifié mon cœur. Dass der Heilige Geist mein Herz gereinigt hat. Qu'il ait guéri mon cœur. Dass er mein Herz geheilt hat. Oui, qu'il ait déraciné de mon cœur
Ce qui peut me porter au mal. Das aus meinem Herzen ausgerissen und entwurzelt hat, was mich zur Sünde führt. Ça suppose un travail profond de la grâce, das ist eine tiefe Arbeit der Gnade, qui pour nous n'est jamais terminée en cette vie, die in diesem Leben nie zu Ende gekommen sein wird. Et puis aussi, ça suppose un discernement. Und es geht ja auch um Unterscheidung. Parce que le cœur de l'homme et le cœur de la femme est complexe. Weil das Herz des Mannes, das Herz der Frau ist komplex. Je dis pas lequel des deux est le plus complexe. Ich sage nicht, welches komplexer ist. Tous les deux le sont. Beide sind. D'une manière différente. Aber anders. Voyez, notre cœur est complexe. Unser Herz ist komplex. Autrement dit, parmi les désirs qui nous habitent. In unseren Sehnsüchten. Les élans qui existent dans notre cœur. In den Bewegungen unseres Herzens. Certains sont bons. Es sind einige gut. Certains viennent de Dieu. Einige kommen von Gott. Il faut les suivre. Und man muss ihnen folgen. Mais il y a aussi, et chacun en fait l'expérience. Aber es gibt auch, und das wissen wir alle aus Erfahrung. Il y a aussi parfois dans notre cœur des désirs. Aber es gibt auch Sehnsüchte und Verlangen. Des mouvements. Und Bewegungen unseres Herzens. Qu'il faut mieux ne pas suivre. Den wir besser nicht folgen. Un mouvement d'orgueil. Ein Hochmut. Un mouvement de convoitise. Ein Elan der Besitzergreifung, un mouvement de violence, oder Gewalttätigkeit, de haine, oder des Hasses, ou une peur qui me paralyse, oder eine Angst, die mich lähmt. Bah, tout ça aussi, c'est dans notre cœur. Auch das ist in unserem Herzen. Donc, ce qui veut dire que accéder à la liberté, das heißt, dass zur Freiheit gelangen, ça prend du temps. Das braucht Zeit. C'est ça qu'on comprend pas aujourd'hui. On veut libre tout de suite. Das versteht man nicht immer heute, weil man immer alles sofort will. Alors que ça prend des années pour être libre. Es braucht Jahre. Bon, alors on peut faire des beaux progrès avec la grâce du Saint-Esprit, mais mit dem Heiligen Geist macht man schöne Fortschritte. Donc ça suppose un travail de purification du cœur. Aber es braucht eine Arbeit der Reinigung des Herzens. Et donc un travail de discernement aussi. Und deswegen auch eine Arbeit der Unterscheidung. Parmi les mouvements qui habitent mon cœur. In den Bewegungen des Herzens. Quels sont ceux qui viennent de Dieu? Welche sind von Gott? Que je dois suivre. Die ich folgen muss. Et quels sont contraires ces désirs? Welche sind diese Verlangen? Qui viennent de ce que Paul appelle la chair. Die aber in den Worten des Heiligen Paulus vom Fleisch kommen. Paul fait l'opposition entre celui qui est conduit par l'Esprit Saint. Paulus spricht von diesem Gegenüber, von dem, der vom Geist geführt wird. L'Esprit de Dieu. Geist Gottes. Et puis aussi le bon esprit en nos cœurs. Und der gute Geist in meinem Herzen. Le bien qui est en nous. Das Gute in mir. Puis d'autre côté, celui qui est conduit par la chair. Und auf der anderen Seite der vom Fleisch geführt wird. La chair, c'est pas le corps, c'est pas le sexe. Das Fleisch ist nicht einfach nur der Körper oder die Sexualität. Qu'est-ce que c'est que la chair dans le langage de Saint Paul? Was ist das Fleisch im Wort des Heiligen Paulus? C'est notre psychologie blessée. Es ist unsere verwundete Psychologie. Donc, ces mouvements de convoitise, d'orgueil, d'agressivité. Unsere inneren Verlangen nach Hochmut, nach Begierde, nach Gewalt. Qui ne viennent pas du profond du cœur. Das kommt nicht aus der Tiefe des Herzens. Là où Dieu habite. Da wo Gott Herr ist. Mais qui viennent du psychisme blessé. Aber es kommt aus unserer Psychologie. Et donc là, il faut opérer un discernement. Und da muss man eine Unterscheidung treffen. Telle impulsion, tel mouvement. Da muss man unterscheiden. Diese Bewegung, diese Sehnsucht. Décision, telle parole. Diese Entscheidung, dieses Wort. Quelle est sa source? Woher kommt das? Est-ce que c'est le bien, la vérité de Dieu? Kommt das aus der Güte, aus der Wahrheit Gottes? Ou bien est-ce que c'est ma psychologie blessée, voyez? Oder ist das meine verwundete Psychologie, die da spricht? Qui me conduit dans tel ou tel mouvement? Die mich da führt. Oui. Et ça aujourd'hui, on n'est pas toujours assez attentif à ça. Ich glaube, dass man heute nicht genug aufmerksam ist auf diese Sache. On a peur de ce travail intérieur. Man schrickt zurück vor dieser inneren Arbeit. On n'a pas le courage de s'y mettre. Man hat nicht den Mut, das anzugehen. Ce travail de conversion. Diese Arbeit der Bekehrung. Et puis on a tendance toujours à réagir de manière immédiate. Und man will immer sofort reagieren. Oui, c'est le problème de Twitter, de tous ces trucs-là. C'est le problème des modernes Netzwerke. Ça peut avoir un côté positif, mais. Es hat natürlich viel Positives. On réagit tout de suite aux appels. Aber auf Twitter reagiert man immer sofort. Et la première réaction, c'est pas forcément la bonne. Aber die erste Reaktion ist nicht immer die gute. Il faut du temps pour. Man braucht Zeit. Bon, voilà, je me sens poussé à réagir comme si. Ich fühle mich dazu gedrängt, das zu tun und das zu sagen. Ich fühle mich gedrängt dazu. Aber was drängt mich? Ist es Gott? Ist es die ruhige Weisheit Gottes? Ist es die barmherzige Weisheit Gottes? Ist es das, was mich drängt? Oder ist es mein Fleisch? Im paulinischen Sinne. Meine Ängste, meine Widerstände, meine Bosheit. Et donc là, il faut avoir ce courage. Da muss man den Mut haben. De pas
d'examiner les mouvements de notre cœur. Dass man die Bewegungen des Herzens analysiert. Ça fait partie de la grande tradition spirituelle de Saint Ignace, par exemple. Also der heilige Ignatius. Apprendre à détecter dans les mouvements de mon cœur. Der lehrt uns in den Bewegungen des Herzens. Ceux qui sont bons et que je dois suivre. Die zu unterscheiden, die gut sind, denen man folgen muss. Et ceux qui sont pas bons. Und die nicht gut sind. Soit parce qu'ils viennent de la chair. Weil sie vom Fleisch kommen. Du psychisme blessé. Von unserer verwundeten Psychologie. Bien carrément, ils viennent du démon. Oder sogar vom Teufel. C'est une tentation. Von seinen Versuchungen. En sachant que le démon parfois nous tente par le bien. Manchmal, man muss auch wissen, dass manchmal uns der Teufel auch durch das Gute versucht. Parfois, il nous propose un bien très grand, mais irréalisable. Manchmal stellt er uns vor ein Gut, das ein großes Gut, das aber unerreichbar ist. Voilà. Donc, je conclue ce point-là, voyez. Ich werde jetzt zum Schluss dieses Punktes kommen. Cette idée que être libre, c'est suivre son cœur. Diese Idee, dass frei sein bedeutet, seinem Herzen folgen. Bah, c'est très bien. Das ist eine gute Sache. Mais à condition. Aber nur unter der Bedingung. De laisser le cœur se purifier par la grâce. Dass man das Herz durch die Gnade reinigen lässt. Dans un chemin de conversion qui n'est jamais terminé. Et auf einem Weg der Bekehrung, der nie zu Ende kommt. Puis à condition aussi d'apprendre à discerner. Und auch unter der Bedingung, dass man lernt zu unterscheiden. Et parmi les mouvements intérieur, unter den inneren Bewegungen, quels sont ceux qui me portent vers le, qui viennent du bien, qui me portent vers le bien. Welche sind die, die vom Guten kommen und zum Guten führen? Et ceux dont la source n'est pas authentique. Und welche sind die, die aus einer Quelle kommen, die nicht gut ist? Donc, faut avoir le courage de mettre de côté. Und man muss dann den Mut haben, auch Sachen zur Seite zu legen. C'est comme la vigne, si on veut qu'elle porte du fruit. Es ist wie im Leben, wenn man will, dass es Frucht trägt. Il y a des rameaux qu'il faut laisser se développer. Ist schon nicht das Leben, sondern am Weinstock. Dann muss man einige Äste. Il y en a qu'il faut couper. Muss man abschneiden. Donc toute spontanéité n'est pas bonne. Jede Spontanität ist nicht gut. Tout dépend d'où elle vient. Es hängt ganz davon ab, wo sie herkommt. Et où elle va. Und wohin sie führt. Donc ça, c'est un peu tout le travail de la vie chrétienne. Das ist ein bisschen die ganze Aufgabe des christlichen Lebens. Que d'apprendre à comprendre et puis à vivre à tout cela. Dass man das lernt und dass man es lebt. Bon, je m'arrête parce que. Gut, ich werde aufhören. Faut pas que je sois trop long. Nicht zu lang zu sein. Et puis donc on va continuer cet après-midi. Und wir werden heute Nachmittag weitermachen. Et puis donc je vais développer. Donc ce qu'on va faire cet après-midi, c'est un peu de résoudre les problèmes que j'ai posés ce matin. Also was wir heute Nachmittag machen werden, ist, wir versuchen werden, die Probleme, die ich jetzt angesprochen habe, zu lösen. J'ai déjà donné des lignes de solution. Ich habe schon ein paar Ansätze gezeigt. Mais développer cette idée que pour bien comprendre ce qu'est la liberté. Also ich will die Idee entfalten, dass man gut zu verstehen, was die Freiheit ist. Il faut la mettre en rapport avec l'amour. Dass man sie mit der Liebe gemeinsam sehen muss. C'est là que les choses trouvent leur place et sont justes. Da gibt das Ganze dann einen Sinn und wird richtig. Mais donc pour ce matin, je m'arrête. Aber für heute früh ist jetzt genug. Alors, demandons au Seigneur de nous éclairer de sa sagesse. Wir bitten Gott, dass er uns durch seine Weisheit erhält. Conduire par son esprit. Dass er uns durch seinen Geist führt. Puis je dirais de nous aider de manière concrète. Dass er uns hilft, konkret zu sein. À voir qu'est-ce que Dieu doit toucher en nous. Dass wir sehen mögen, was er in uns berühren will. Qu'est-ce que Dieu doit guérir en nous? Was will er heilen in mir? Qu'est-ce qu'il doit convertir en nous? Was muss sich bekehren in mir? Quelle lumière nous donner aujourd'hui? Welches Licht will er mir heute geben? Pour être plus libre, oui. Um freier zu werden. Dans ma vie de in meinem famille, Leben, dans mon Familienleben, mes relations, ma vie professionnelle, in meinem Berufsleben. Que tout ce que j'ai dit là, ça reste pas simplement des mots un peu abstraits. Dass alles, was ich bis jetzt gesagt habe, nicht einfach etwas Abstraktes bleibt. Qu'il y ait vraiment des points concrets qui soient touchés. Sondern dass das konkrete Punkte in meinem Leben werden. Par le Seigneur pendant cette retraite. Voilà. Darum bitten wir Gott in diese Einkehr. Confions-nous à notre Père du ciel. Wir vertrauen uns Gott, unserem Vater, an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Herr erweitert unseren Horizont und Jacques Philippe hat uns dabei geholfen. Was für eine Dichte! Und auch was für eine Pünktlichkeit. Vielen Dank, Père Philippe. Vielen Dank, Xandro, für die geniale Übersetzung. Wir haben es ja alles auf Französisch auch verstanden, aber weil es so dicht war, war es gut, es doppelt zu hören. Vielen Dank für die Übersetzung. Wir haben gehört, der Herr erweitert unseren Horizont. Habt keine Angst, jetzt auch keine Angst. Im Anschluss gibt es die Zeugnisgruppen, um das Gehörte auch auszutauschen.
wie es den Familien in der Praxis geht. Und einen Satz möchte ich noch anschließen. Gott ist nicht der Feind, sondern er ist der größte Freund unserer Freiheit. Das ist ein Satz, der mir geblieben ist und den ich auch euch noch einmal mitgeben will. Und jetzt übergebe ich an den Robert für das Organisatorische.